So, nun haben wir eine ganze Menge zu reden. Professor Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Universität in Bonn, ist im Studio und ich bin froh darüber. Grüß Sie. Abend. Also Abschiebung und Handydaten, das sind so die Themen, die gerade ganz heiß diskutiert werden und vor allen Dingen auch die Uneinigkeiten zwischen Bund und Ländern. Steht uns das eigentlich ganz gut zu Gesichte, auch so auch nach außen, in Richtung Ausland, auch des Auslands, wo die Flüchtlinge herkommen, so uneinig darzustellen? Ja, das ist natürlich eine Konsequenz des deutschen Föderalismus, aber ich glaube, das ist schon ein Problem und das entspricht auch nicht der Erwartungshaltung, die wir an den Föderalismus haben. Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt nur rot-grüne Länder sind, die dann gegen die CDU-regierten Länder stehen, sondern es gibt eben auch rot-grün regierte Länder wie Nordrhein-Westfalen, die solche Abschiebungen vornehmen. Es ist schwer erklärbar, dass in einer solchen rechtlichen Situation es dann unterschiedliche Auffassungen gibt. Also das gehört eigentlich zum Föderalismus dazu, dass das, was bundeseinheitlich geregelt wird, dann eben auch von den Ländern in diesem Sinne exekutiert wird. Und insoweit ist das schwer vermittelbar. Nun macht ja die Bundesregierung, also das Kabinett, richtig Druck und sagt, wir wollen das jetzt. Der Innenminister begründet es, die Kanzlerin steht dahinter, auch die SPD an sich. Man will schnellere Abschiebung, man will klarere Verhältnisse, um endlich mal der Sache Herr zu werden, der man vorher nicht Herr geworden ist, nämlich dieser Flüchtlingskatastrophe, wie wir es ja erlebt haben, auch der Gefährderkatastrophe. Ja, es ist sicherlich kein großes Thema, wenn es um Straftäter und um Gefährder geht. Ja. Nun muss man natürlich auch da sagen, kann es denn jetzt einen Unterschied machen? Kann man denn einen Gefährder, kann man denn einen Straftäter in ein unsicheres Land abschieben? Das ist in einem Rechtsstaat eben dann auch nicht möglich. Also im Grunde muss man die zwei Dinge voneinander trennen. Und in der Tat ist es natürlich mit Blick auch auf Afghanistan durchaus diskutabel. Gabriel hat ja eben hingewiesen, relativ hohe Anerkennungsquote. Und das deutet ja darauf hin, dass es da tatsächlich auch legitime Fluchtgründe gibt, die hier anerkannt werden. Und die Sicherheitslage hat sich dort tatsächlich verschärft. Nur ist es eben schwer nachvollziehbar, dass das in der Bundesrepublik von den Bundesländern dann tatsächlich unterschiedlich bewertet wird. Allerdings kann es dann in der Bundesregierung auch durchaus dort zu einer Diskussion kommen, wenn etwa das Auswärtige Amt jetzt zu einer anderen Bewertung kommt. Gabriel hat da jetzt noch etwas laviert. Es ist ja auch so, dass dieser UNHCR-Bericht vom Auswärtigen Amt angefordert worden ist. Und der sagt eben ganz klar, dass in Afghanistan auch eine Unterscheidung zwischen sicheren und unsicheren Regionen im Land gar nicht möglich ist. Wir müssen noch über dieses Handydatenauslesen sprechen, denn das ist ja nun arg in der Kritik. Also da will man ja von manchen Seiten gar nicht so ran. So, es gibt sogar SPD-Innenminister im beispielsweise Niedersachsen, der sagt ja, natürlich lesen wir das aus, wenn wir nicht klar sind, wo der herkommt. Und wenn wir berechtigte Zweifel haben, dann wollen wir wissen, wer er ist. Ist das so, wie es gerade läuft, die Diskussion gut oder nicht so gut? Ja, es zeigt natürlich wieder genau dieses Dilemma. Auf der einen Seite hat man hier tatsächlich ein Rechtsstaatsproblem. Das ist eben auch ein schwerwiegender Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Auf der anderen Seite kann es ja nicht sein, dass eben ein ganz erheblicher Teil dieser Flüchtlinge dann keine Papiere hat, dass die Identität nicht nachgeprüft werden kann. Und insoweit ist das natürlich eine Möglichkeit, genau das zu tun. Aber da gibt es eben dann unterschiedliche Bewertungen. Die einen sagen eben, da ist im Grunde die Grenze dessen, was ein Rechtsstaat darf, dann auch schon überschritten. Aber machen wir uns nichts vor in dieser Frage, denke ich, sind eher die Positionen mehrheitsfähig, die sagen eben, wer hier kein Bleiberecht hat, der muss eben dann am Ende auch konsequent abgeschoben werden. Und da gehören solche Instrumente dann eben mit dazu.